Indiana Jones Games. Wir spielen gar keine Indiana Jones Games heute. Wir spielen Indie Games. Wir spielen heute im Anlass, dass bald Halloween ist, ein paar Gruselspiele aus dem Indie-Sektor. Start! Friends, no family. Dead in bathroom. Wer schreibt sowas auf? Ja. Okay, sieht ziemlich schleimig aus. Soll irgendwie darum gehen, dass er sich umgebracht hat und dabei aber irgendwie... Naja, wir gucken mal. Skip Tutorial! Nu, weißt du gar nicht Bescheid. Ah, okay, es ist... ich muss quasi hier... Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Das ist wohl richtig. Hätte damit gerechnet. Eine Pinsette. Ich habe eine Pinsette. Damit kannst du dir deine buschigen Augenbrauen pflegen. Ein G! Steht hinter uns. Ghost. Nachricht von Sam. Kannst du den Schnur da mitnehmen? Oh, eine Schlinge. Kein Toilettenpapier mehr. Das ist das Schlimmste am ganzen Game. Ein Schlüssel. Nehmen wir. Rusty Key. Können wir hier brauchen. Gerade schweinische Gedanken. So, da steht jetzt inzwischen G und W. Da steht bestimmt Guilty oder so. Was ist das denn? Achso, das ist ein Abfluss. Das ist aus wie eine Tischtenniskelle. Da fehlt ein Rad. Na, Hände ist missing. Okay. Leute, wir brauchen was zum Händeln. Er erinnert mich so ein bisschen an Escape the Room, falls er das was sagt. Ich habe schon mal bei einem echten Escape the Room mitgemacht. Stimmt, ja. Hast du recht. Ja, musste ich ja draußen warten, weil ich nie mitspielen durfte. Tut mir leid. Macht ja nichts. Ich habe dafür eine tolle Ausstellung gesehen. Zusammengeschmolzen. Und warum kann ich denn hier, vielleicht passt oder? Er da nicht rein. Hier. Was ist das? Da steckt stuck was drin. Stuck inside the keyhole. Papier wahrscheinlich, ne? Das kann gut sein, ja. Okay. Manu. Couldn't use this here. Kann das hier nicht benutzen. Hör auf, da durchzugucken. Oh Gott. Was war das denn? Tür aufgemacht. Echt? Ja. Traust du mir nicht mal zwischen die Tür aufmachen? Naja, man weiß ja nie. Okay. Was geht hier ab? Haben wir versucht, uns umzubringen? Haben wir das Leben als YouTuber satt gehabt? Nehmen wir mit. Eine Remote? Dead im Bathroom. Wer schreibt denn sowas? Ja, hab keine Freunde, bin tot im Badezimmer. Dann seht ihr schon, wenn ihr davon habt. Der hat eine Putze gehabt, dass sie sich nicht wundert. Was ist unser Fernseher? Ist er eingesteckt? Der ist eingesteckt. Was steht denn da? Was ist das denn? The bottle is empty. Die Trinker sind wir hoch. Eins. Elf. Okay. Null. Eins. Es gibt bestimmt einen genauen Sender, den wir anwählen müssen. 25, 8, 58, 66. Läuft nicht. Das Fernsehprogramm ist wie immer sehr dürftig. Das stimmt, was haben wir hier? Das ist ein Bild von Schrank. Einem Schornstein. Frame, pick up. Okay, kann ich den irgendwie nochmal umdrehen? Examine. Hi Daddy, I miss you. Chile is so hot.
Mom tells me to drink water all the time. I really miss watching the cartoons at Channel 44. Love you. Emily. Emily. Das Emily. Love and Tate. Seems dramatic. Aber er hat doch gesagt, er hat keine Familie. Naja, vielleicht nicht mehr. Ich war sie verlassen und deswegen ist er so traurig. Na, und die Familie sagt, wir gehen Wasser trinken in Chile. Menschen haben manchmal Gefühle. Ich halte mich für gut. Yay! Ich glaube, wir haben in dem Spiel gewonnen. Sagt uns das jetzt irgendwas? Ja, der Ninja liebt Heavy Metal. Warte mal. Fünf? Er zeigt fünf Finger. Das ist jetzt auch 5 und 4, oder? 5, 2 und 2 vielleicht oder 5, 4? Auch für was? Vielleicht werden wir das gleich erfahren. Eigentlich was? Okay, vor ein paar Jahren wurde meine Frau krank und starb. Nicht lange danach verlor ich meine geliebte Tochter Emily und mein Enkel. Ja. Ich bin ganz alleine. Kein Sinn im Leben. Mein Körper ist im Badezimmer. Martin Wallace. Sind wir Martin? Ist die Frage. Scheinbar, wenn wir hier wohnen. Aber sind wir für den Toten wieder auferstanden? Warum sollten wir so etwas tun? Ich weiß es nicht. Warum hält uns niemand auf? Three people still missing. Autounfall. Sieht so aus, ja. Aber keine Leichen gefunden. Ja. Okay. Die Polizei schlammt. So, jetzt gucken wir nach, ob wir aus der Tür raus können. Oh, aber schnell gestoppt. Na komm, hier, anlacken wir. Das sind, glaube ich, 95 Cent oder so. Anlacken wir das mal. Habe ich gerade eben anlackt. Anlackt. Das ist das Spannendste am ganzen Spiel. Mal sehen. Fox meinte ja schon, er hat gehört, das Spiel soll ziemlich gut sein. Also soll von dem Indie-Sektor wirklich eins mit der besten Spiele sein. Aber was heißt das schon? Da, 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 da. In der Zwischenzeit hören Sie die foxischen Landmeier Lausbuben. Da, 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 wir sind die Landmeier Popsbuben. Wir haben eingestohlt. Babu, Babu, machst du in der Boxe? Können wir was zusammen singen? Kennst du das Lied von Cock McLovin? Nein, singen. Stimme es an, ich singe mit. Okay. Cock McLovin. Du fehlst uns so. Wir liebten dich. Dich und dein Arschgesicht. Cock McLovin. Cock McLovin. Was ist denn das jetzt? Weiß ich nicht. Lädt noch was runter von den Sachen, die wir jetzt gerade... Ich glaube nicht, ne? Gehen wir mal zurück. Ach so, mach mal hier freischalten. Wahrscheinlich, weil das sich jetzt gerade überlappt hat, beides. Hoffen wir es. Cock McLovin. Du bist immer für uns da, Cock McLovin. Cock McLovin, du bist immer für uns da, du bist McLovin. Wer hätte das gedacht? Müssen wir jetzt mal warten? Ja, ganz kurz, glaube 2 Sekunden. Ah, Tinglinger. Weiter. Jetzt können wir durch die Tür! Wir mussten nur Geld zahlen! Oh. Hi. Was gibt's denn hier? Cock McLovin. Da. Ah, 522. 522 würde ich sagen. Könnte aber knistern. Na gut, oder was? Was ist denn los hier? Wir sind schnell unterwegs, oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Können wir wieder rausgehen, bitte? Da masturbiert jemand furios.
glaube, dafür bräuchten wir Licht. Das war mir jetzt aber doch ein bisschen feist, könnte man sagen. Meine Güte. The door has been barricaded. Frage ist, warum? Liegt da irgendwas auf dem Boden? Nö. Dreh ich mal andere Seite um. Aha, da kommen wir her, oder? Oder wo kommen wir her? Vielleicht kommen wir von hier. Nee, oh white. Oh white. McLovin. Oh white McLovin. Diesen Umdrehen habe ich immer schon Sorge, dass dann irgendwas da ist. Denn da? Nicht? Ein bisschen was zum Trinken. Das ist unsere Bude, glaube ich. Meinst du? Ja, tatsächlich. Gut, dann wissen wir schon mal Bescheid. Hier wohnen wir. Ganz dezent. Im wirklich schönsten Viertel der Stadt. Metal Night. Just some posters. On the wall. Just some posters on the wall. Das ist ein Haus. Oh, das steht auf dem Kopf. Guck mal. Tut das? Ja, das ist ein Tisch an der Decke. Oh, okay. Blood spurting, dropping, spilling and ever... Nee, all over... All over new dread. Neuer Horror. Es wird mehr davon geben. Okay. Oh oh. Ach, da ist nichts. My new... over the new dress? All over the new dress. Ach so, okay. Manche Sachen kann ich drehen, manche Sachen nicht. Hallo? Huh. Serial Killer still at large. Okay, das ist ein bisschen sehr klein. Muss auch aufdrücken, oder? Nicht? Kannst du jetzt nochmal draufdrücken? Ja, konntest du das nicht nochmal nehmen? Das ist upside down, das haben wir inzwischen gemerkt. Können wir uns nicht auf den Kopf stellen? Was ist das denn? Ist das ein Döschen? Battery. Can't reach it from here. Brauchen wir für den Taschenlampe wahrscheinlich. Ah, ja, das kann gut sein. Ich frage jetzt, wie kriegen wir den Raum umgedreht? Das ist eine andere gute und berechtigte Frage. Aber guck mal, das ist der Raum neben unserer Tür. Die Tür ist offen! Ich gerade weggedreht. Vor Schreck. Jetzt bist du eingeschlossen, würde ich sagen. Hier ist ein Hund, Leute. Meinst du? Move left, abort. Wow. Was ist das denn? Das ist die Reihenfolge. Dieses Gesicht, was da mal auftaucht. Das hab ich ja schon gemerkt, stimmt. Donnerletter. Wetter. Ah! Oh Gott. Sind wir zurückgegangen? Ist das vielleicht richtig gewesen? Was ist denn hier los? Da ist ein Schatten unten drunter, das ist eine Jacke oder sowas. Ah! Barbara Ulrichson! Oh! Hättest du einen Elektroschock bekommen dafür? Oh! Ah! Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Du hast irgendwas verpasst, der ist vor Schreck weggedrückt. Was passiert denn jetzt hier? Tic-Tac-Toe! Yay! Und da kann man aber nichts machen, oder? Nee. Fass dich nochmal an. Das lässt sich nicht anfassen, oder? Oh ja, wieder irgendein Fötus, der... Ein Fötus? Ein Kind. Hört man wieder ein Baby. Hab ich gerade ein PT. Das sind unsere Nachbarn. Achso, ich tatsache. Das ist echt. Das ist echt. Was müssen wir hier machen? Vielleicht von jung nach alt sortieren? Das habe ich ja eben versucht. Abort. Ich will aber nicht. Das Einzige, was quasi... Nee, guck mal. Der Kleinste hat auch einen Schatten. Das muss der Kleinste sein. Dann Mutter, Vater und Tochter. Ah, das ist eine Familie. Das ist eine Familie, ja. Das klingt nicht wie ein Hund, sondern wie eine Pfeile oder sowas. Das klingt einfach ein bisschen nicht gut. Nee, das ist die Mutter, die ist kleiner als der Mann, deswegen muss das Kind quasi dann darüber. Sehr, sehr
vorurteilsbehaftet. Wenn es stimmt, dann... Ja, siehst du? Es ist so klischeehaft. Der Schatz ist abgehauen. Ja. Stehen sie bei ihm? Stehen sie da, ja. Hey! Weiß ich trotzdem noch nicht. Aber vielleicht jetzt hier Tic-Tac-Toe? Ja, defend yourself three times. Links. Nee, ja, okay, das geht auch. Muss ich aber verteidigen. Ah ja, okay, ich verstehe. Du darfst nicht gewinnen. Ja, verlieren, glaube ich nicht. Verteidigt. Was ist das? Der Akten... Weg! Nochmal. Three times. Ist der Alpha-Chimp. Wahrscheinlich. Oh, jetzt hast du verloren. Nein! Ich hab nicht aufgepasst. Na gut, wenn das die einzige Strafe ist. Das Geräusch nervt. Dass es aufhört. Auf. Vielleicht musst du nur einmal gewinnen? Vielleicht. Gut gemacht. Was soll denn dann Defend Yourself Three Times heißen? Welches ist das Spiel? Three Times. Recht. Jetzt haben wir gewonnen. Genau. Oder nicht gewonnen. Wir haben beide verloren, aber sind die Bilder wieder falsch. Kann ich dich jetzt endlich mal anfassen? Nee. Ist doof. Bisher nicht. Raus kommen wir, glaube ich, auch nicht. Door stuck. Ich sag ja, du bist eingeschlossen. Du musst hier irgendwas machen. Unverständlich. Wahrscheinlich musst du, wieso, die sind doch richtig, die Bilder. Jetzt sind sie richtig. Haha. Stimmt, jetzt ist so geblieben, das recht. Vielleicht muss ich jetzt wirklich noch zweimal gewinnen. Hm, Tatsachen. Okay. Hier, Mitte, Mitte. Na dann. Oder? Ja, versuch's. Dann muss ich hier zumachen. Ja. Dann muss ich da oben zumachen. Dann mache ich hier zu. Ist auch Wurschtbrücke zumache eigentlich, oder? Mhm. Gut. Tja, hast bald keine Freunde mehr, wa? Einmal noch. Aufgehört. Zu hecheln. Okay. Wie war es hier? Hier mussten wir... Unten links. Nee, ist doch schief gelaufen eben. Warum? Aber er konnte doch gar nicht gewinnen, das verstehe ich nicht. Wenn ich hier jetzt einen hinsetze, dann setzt er hier einen hin. Setze ich hier einen hin, dann versucht er da einen hinzusetzen, dann mache ich dazu, dann macht er. Nee, wenn er da unten hinsetzt, dann macht er entweder diagonal oder so rum. Genau, also muss ich hier unten links lassen. Ich denke schon, oder? Jetzt mach ich da oben zu. Dann macht er Mitte, nee, macht er unten, jetzt hat er. Er hat gewonnen eigentlich jetzt. Egal. Mach. Hat er nicht gewonnen. Hätte er aber, er hätte jetzt gewinnen können. Wenn er da unten jetzt den Kreis gemacht hätte, hättest du nur noch Mitte oder rechts machen können. Macht er jetzt Fehler? dann musst du jetzt. Hier. Du musst unten rechts musst du jetzt machen. Unten rechts, sonst kann er. Kann er nämlich hier zu machen oder hier? Genau, hier. Mach. Hm? Unten rechts. Was ist das denn? Der ist gut drauf. Okay. Ah. Tschüssi. Okay, jetzt ist der Raum Darf wahrscheinlich... Darf ich dich jetzt anfassen? Ah, okay. Taschenlampe. Und der Raum wird umgedreht haben. Meinst du? Ich denke mal schon. Da ist ein Zettel. Leta. Tür ist auch wieder aufgegangen. Why did I do it? Okay, es geht um die Methode, wie er Leute umbringt. Das ist Mr. Ja. White auf jeden Fall. Okay, gut. Mr. White scheint der Killer zu sein. Er hat seine Methode beschrieben. Aha. Willkommen. Tschüss. Willkommen so, im Hausflur. Jetzt gucken wir mal nach, ob da hinten jetzt der Raum wieder richtig rum ist.
Yeah. Da ist die Batterie. Sehr, sehr seltsame Batterie. Und den Zettel kannst du da hinten auch nochmal... Angucker? Nee, Combine. Sehr gut. Zurück. Schauen wir nochmal einen Zettel drauf. Moin. The Pale Man. Mr. White. Ja. Der blasse Mann. Interessant. Jetzt gehen wir in den Darkroom oder was? Ja, das wird spaßig. Oh Mann. Freust du dich schon? Nein. Eine Puppe. Und es ist plötzlich ruhig. Oh Gott. Die guckt uns jetzt an. This doll feels familiar in a strange way. Es wäre jetzt eine Frau oder seine Tochter. Die Puppe, ja. Verkörpert. Achso. Ah, sehr gut. Slip Joint Piles. Ach, damit kannst du den Wasserhahn anmachen. Wehe, du bewegst dich. So eine Schaufel. Wow. Mal umdrehen, mal umdrehen. Ist sie weggerannt? Okay. Jetzt kannst du auf jeden Fall bei dir Wasser einlassen. Ist doch schön. Für eine schöne Wanne. Ja, nach einem Selbstmordversuch das Beste. Oh, hi. Na, Pippi? Wie jetzt? Muss das denn sein? Gate. Oh. Das ist wie bei Konstantin. Das Wassertor. Ich kann die Taschenlampe nicht mit meiner Wanne benutzen. Okay. Oh. War natürlich klar, dass es dunkles Wasser ist. Ja. Wir fassen rein. Okay, okay. Jetzt kommt er woanders raus, oder? Okay. Ist das jetzt das Intro oder das Outro? Nee, das ist das Outro. Das ist wahrscheinlich, jetzt geht's mit Part 2 weiter und Part 3. Den musst du ja wieder kaufen. Ja, die musst du dann... Nee. Also dafür war das ja nicht gut genug. Ja, ja, stimmt. Vielleicht kommt zum Schluss nach dem Abspann jetzt noch ein Jumpscare oder so. Kommt Kiefer Sutherland nackt ins Bild. Das würde mir doch keine Angst machen. Aber... Was war das denn jetzt? Viel zu kurz. Da wird auch gar nichts geklärt, weißt du? Ja, wann haben wir es mal erschrocken? Einmal, wegen dem Bild. Ja. Naja. Neue wir wollen nicht nochmal. Doch, yay. Juhu. Safe. Es gibt ein... Ja, was? Falls du nicht weiterkommst. Das war's. DK? Das war's, ja. Bullshit. So richtig zünden konnten diese Games noch nicht. Aber wir wären nicht voll Game Junk, wenn wir nicht noch ein paar mehr Games aus dem Trash-Eimer des Indie-Channels der 360 gezogen hätten. Darum seid gespannt, was wir noch im Petto haben und ob sich diese Games vielleicht sogar besser eignen, um das Halloween, das direkt schon vor der Tür steht, einzuläuten. Darum seid gespannt und bleibt am Ball.